Erstedt angekommen, muss aber jetzt selbst erstmal hier gucken, wo muss ich lang. Ihr wisst, ich fahre ohne Navi. Ich hoffe, ich liege hier richtig. Jetzt fahre ich erstmal hier hoch, um zu schauen, ob ich hier auch richtig bin. Ich weiß es nicht. Oh, ein alter Käfer. Ich weiß zwar, wo ich ungefähr rauskommen muss, aber ich weiß gerade nicht, wo ich jetzt gerade bin. Schauen wir mal. Kreisverkehr. Ich würde sagen, ich biege hier einfach jetzt rechts ab. Mal schauen. Ich weiß es nicht. Wir probieren es. Ich bin immer noch in Järstedt und ich möchte jetzt mal gucken, ob ich da hinten lang kann. Ich glaube ja. Ich bin mir fast sicher, dass ich hier gerade durchfahren kann und dann hinten auf die B6 komme. Bin mir zu 98% sicher. Das wird sich zeigen, wenn es so sein sollte, dass ich umdrehen muss. Dann ist es eben so. Ja, es sieht ganz gut aus. Wir schauen mal. Okay, ich glaube, ich habe verstanden. Ja, wir können hier, da ist die B6, hier rum, hier runter. Jawohl, jetzt fahren wir in Richtung B6. Hört man wirklich den Wind. Wie ich schon sagte, hier ist alles Freifeld und das hier ist auch eine Strecke, wo wirklich Rollerfahrer, wie ich schon sagte, und Fahrradfahrer, ja, teils vielleicht sogar Motorradfahrer, ungern fahren. Weil diese Strecke, wenn hier richtig Verkehr in der Woche ist, das ist die Hölle. Hier fahren LKWs ohne Ende. Heute, am Sonntag, geht es natürlich. Ne? Man sieht ja, jetzt kommen uns vereinzelt Autos entgegen. Das eine oder andere Auto von hinten. Aber das hier ist im Grunde, wie gesagt, eine echt gefährliche Strecke. Thank you.
Ich weiß gar nicht, ob dieses Hotel hier überhaupt noch geführt wird. Schwer zu sagen auf jeden Fall. Was ich früher hier dran vorbeigefahren war, Wahnsinn. Aber jetzt war ich schon, ehrlich gesagt, Jahre nicht mehr auf dieser Strecke. Wie gesagt, weil diese Strecke versuche ich zu meiden. Für euch fahre ich extra hier drauf. Extra nur für euch, um dass ihr mal seht, wie diese Strecke eben ist. Und gerade ist sie auch harmlos. Jetzt verlasse ich die B6. Oh, es wird zu unheimlich. Und hinten drängelt auch so jemand. Wir verlassen die A6 und ich glaube, wir kommen jetzt in Hohenrode wieder rein. Hohenrode, ja, ich glaube ja. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal gucken, wie es hier weitergeht. Hier muss ich rein. Nein, ich muss gerade durch. Habe ich gerade mal so festgestellt. Jetzt kommen wir in Hohenrode rein. Ist das Hohenrode? Ja, Hohenrode. Gott, oh Gott, das kommt davon, wenn man jahrelang nicht mehr da fährt, wo man ja vorher angefahren war, mein Lieber. Ich denke mal, schöner kann es doch gar nicht sein, oder? Wenn man eine kleine Strecke fährt und euch mitnehmen kann. Eben ging es bergab, jetzt ging es bergauf. Ja, hat doch auch was. Aber man sieht die Krafträder oder die Windkraftanlagen vielmehr, ja, haben genügend Wind, um sich drehen zu können. Naja, zumindest heute. Wer weiß, wie es später wieder aussieht. Ja, in diesem Sinne würde ich mich von euch verabschieden und nochmal ein Dankeschön an alle, die mitgefahren waren. Und wir sehen uns im nächsten Video, was ja nicht lange auf sich dauern lässt. Also habt noch einen schönen Sonntag und nochmal ein letzter Blick hier rüber. Ja, das ist eben Salzgitter und Umgebung. Macht's gut und Dankeschön.